Ich versuche mich. Trefft ihn endlich! Nicht nachlassen! Holt ihn euch! Nicht nachlassen! Ich brauche eine Minute! Ziehen und feuern! Dein Leben gehört mir, Jedi. Nur ein Kratzer. Hattest du gehofft, du kannst mich treffen? Ich werde dich vernichten. Stirb wie die anderen. Zu langsam. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracca ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden. Und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Wir werden noch härter arbeiten. Wir kommen rein, Offizier Crane.
Herr Kerstis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Du kannst mich nicht besiegen. Dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Hilf mir bitte!
Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Ich hab's. Aber sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten.
Ich bin sicher, das ist dein Leitmotiv. Dir läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Jetzt! Ich verfolge ihn. Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Ihr dürft nicht die Ersten sein. Hoffentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Eindringling! Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Wieder ein Abschuss.